Hallo. Wer mein letztes Video gesehen hat, ich fieste mir gerade ein paar dieser Tomaten rein. Damit meine ich nicht fisten, sondern von fiest, fest, festmal. Und die Tomaten sind ziemlich gut für den Preis. Habe auch gerade zwei Köpfe Salat gegessen, beziehungsweise einen so einen breiten, so einen großen und noch so einen. Auch ziemlich lecker. Ja, die ganzen weißen Flecken an den Händen, die manche Leute so haben, die habe ich nicht mehr. Nur diese Halbmonde, die aber auch zurückgegangen sind. Ist auch ein Zeichen von Reinheit des Körpers. Aber in diesem Video wollte ich einen Tag abarbeiten. Entschuldigung, wenn das stört, dass ich zwischendurch die Tomate, dass ich da reinbeiße. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Und das ist der Healthy Lifestyle Tag. 10 Fragen. Ich habe mir da schon Notizen gemacht. Ausnahmsweise mal. Ich fange einfach mal an. Frage 1 ist, was gehört für dich zu einem gesunden Lebensstil? Aber für mich gehört zu gesunden Lebensstil logischerweise Ernährung, Bewegung. Mit Bewegung meine ich halt nicht unbedingt Sport. Man kann da auch einfach alltägliche Bewegungen oder körperliche Arbeit mit, ja, damit meinen. Und das würde eigentlich schon im Prinzip reichen. Wenn man da zusätzlich dann noch ein bisschen Sport macht, ist natürlich umso besser. Kommt man auch schneller voran insgesamt. Aber es gehört für mich nicht zwingend zu einem Lebensstil, also Sport allgemein. Selbstwertgefühl finde ich ist so das Wichtigste eigentlich, bei einem gesunden Lebensstil. Und dass man halt eine positive Meinung auch über sich selber hat. Und dann kommen viele Dinge dann auch automatisch. Und man ja, schränkt sich nicht zu sehr ein oder legt sich nicht zu viele negative Dinge auf und so weiter. Dann finde ich soziale Kontakte noch wichtig, beziehungsweise ein positives soziales Umfeld oder überhaupt ein soziales Umfeld zu haben. Spaß finde ich sehr wichtig, da komme ich auch später noch, bei einem späteren Punkt noch drauf zu sprechen. Freude, Liebe, Kreativität, aber auch dann dieser Gegenpol von Ruhe, Entspannung und Frieden finde ich auch sehr wichtig für einen gesunden Lebensstil. Besonders Friede muss ich sagen, also innerer Friede. Da, also ich habe das lange Zeit so gehabt und jetzt auch manchmal noch. Geht halt nicht alles von 0 auf 100 oder 100 auf 0 sozusagen. Vorher habe ich es öfter gehabt, dass ich mich an Dingen aufgerieben habe und dass mir Dinge halt nahe gegangen sind und so weiter. Und wenn man halt seinen inneren Frieden gefunden hat, dann ist einem eigentlich alles an Negativität, die einem entgegenkommt oder sonst wie, total egal. Oder man kommt schnell drüber hinweg. Und das finde ich auch sehr wichtig für, ja, für ein gesundes psychisches Dasein, mentales Dasein auch. Die zweite Frage ist auf einer Skala von 1 bis 10, Doppelpunkt. Erstens, wie wichtig ist ein gesunder Lebensstil? Zweite Frage ist, wie fit bist du? Zur ersten, wie wichtig ist dir ein gesunder Lebensstil, würde ich sagen 9 bis 10. Aus dem Grund keine klare 10, da ich Spiritualität zum Beispiel noch essentieller finde. Dazu mache ich vielleicht auch in der Zukunft Videos. Oder eigentlich relativ wahrscheinlich. Meiner Meinung nach liegt das kollektive Unglücklichsein, also was ich zumindest beobachte in der Gesellschaft, an der fehlenden Spiritualität. Und dass sich dadurch fühlen sich Menschen halt so als eher als Maschinen, die einfach grundlos in die Welt geworfen wurden und wandeln dann eher so ziellos und motivationslos umher. Und das ist meiner Meinung nach nicht so. Da mache ich aber wahrscheinlich dann noch ein Video zu, das wäre jetzt zu viel in dem Video. Aber da wir halt auch physisch sind und diesen Weg auch meiner Meinung nach gewählt haben, physisch uns zu realisieren,
ist mir ein gesundes Dasein da, wo wir halt sind, auch sehr wichtig. Und sobald man einen wirklichen, muss gerade mal durchatmen, sobald man aber einen wirklichen Sinn im Leben sieht und man ein gesundes Selbstwertgefühl erlangt hat, dann wird Gesundheit einem auch automatisch wichtig. Das habe ich so erlebt auch. Ja, und ich denke, dass das bei vielen Menschen so ist, dass die. Ein Anruf. Ja, sorry, ich weiß nicht mehr genau, wo ich war. Also ich war auf jeden Fall bei dem Selbstwertgefühl, dass die Gesundheit dann, dass man sich dann automatisch für Gesundheit interessiert, wenn ein wirklicher Sinn im Leben gesehen wird und man ein gesundes Selbstwertgefühl hat. Also das war bei mir zumindest so, genau dabei. Menschen, die sich schlecht ernähren oder die ihre eigene Gesundheit nicht so als wichtig nehmen, das ist meiner Ansicht nach oft so, dass sie halt nicht so einen wirklichen Sinn in ihrem Leben sehen oder auch deswegen vielleicht nicht so ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Meiner Meinung nach kommt dann das Interesse für Gesundheit dann automatisch irgendwann, wenn diese beiden Gegebenheiten da sind. Wie fit bist du? Also im Vergleich zu den meisten Leuten, die sich in dieser Gesellschaft bewegen, aber auch zu den meisten fitness-orientierten und interessierten Leuten, würde ich mich als extrem fit einschätzen. Was ich auch anhand von, nicht nur vom Gefühl, also bis vor einigen Wochen und Monaten habe ich mich gar nicht mal so fit gefühlt. Also das Gefühl ist halt da nicht immer richtig, aber wenn ich ja so meine Ergebnisse sehe, dann lässt der Schluss eigentlich nur eine 9 zu auf dieser Skala von 10, also im Vergleich zu den meisten Leuten. Weil ich auch im Training Halbmarathon zum Beispiel in 1,5 Stunden gelaufen bin. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe seit Wochen bin ich kein einziges Mal laufen gegangen. Ich habe momentan einfach überhaupt keine Lust drauf und lasse das auch gerade zu. Ich fühle mich aber nicht kacke oder so, muss ich sagen. Ich mache jeden Tag immer noch Krafttraining halt. Aber ich war, glaube ich, jetzt seit 2 Monaten oder so kein einziges Mal laufen. Und ja, ist mir eigentlich egal, dass es so ist. Ich weiß, dass ich bald wieder anfangen werde, vielleicht heute, vielleicht auch morgen. Wollte ich nur mal zwischendurch mal sagen. Also momentan bin ich jetzt nicht der Fitteste oder so. Weil da müsste ich dann erst wieder reinkommen, aber nein. Ich merke auch, wie sich meine Stimme vertieft, wenn ich lange nicht joggen war, das ist interessant, aber ich will nicht zu sehr abschweifen. Also, aber im Vergleich zu meinen Zielen ist meine Fitness, würde ich sagen, einfach okay und da auf der Skala wäre das dann eine 7. Also mit meinen Zielen, die mir so vorschweben, die ich jetzt aber nicht so als ich muss das unbedingt erreichen, die Ziele wahrnehme, sondern ja, da erzähle ich am besten gleich zu, das kommt dann noch, das wird sich dann von allein erklären, dann muss ich jetzt nicht alles doppelt erklären, das ist für euch dann auch langweilig, aber dazu dann später noch. Drittens, wie ernährst du dich? Ich ernähre mich vegan, überwiegend rohköstlich und schleimarm, nach Arnold Ehret, da kommt der Begriff her. Letzteres finde ich ziemlich wichtig. Viertens, dein Lieblingsessen, also das ändert sich ständig, momentan esse ich sehr gern frische gewürfelte Ananas, also vollreife Ananas. Einfach so für sich, ohne irgendwas, auch nicht im Salat oder so. Am liebsten halt Monomeals, weil die mir am besten tun. Und ich da auch bei den Monomeals, ja, den Geschmack der Früchte oder der einzelnen Früchte auch am besten aufnehmen kann, sagt man so. Und das mag ich eigentlich sehr. Deswegen esse ich gerne Mono. Und da schmeckt auch jede einzelne Frucht anders, besonders wenn die Früchte eine gute Qualität haben. Das finde ich auch sehr interessant. Und das, ja, das bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke, wenn man die Sachen halt vermixt oder vermischt mit anderen Dingen. Ansonsten esse ich Papaya Mono sehr gerne und Kaki ist momentan auch sehr hoch im Kurs. Aber ich habe halt nicht so ein festes Lieblingsessen, das ändert sich ständig. Also Früchte allgemein sind aber auf jeden Fall mein Lieblingsessen. Schmeckt mir besser als Süßigkeiten und tun mir auch ziemlich gut.
Ja, vom Geschmack her mag ich auch sowas wie Grünkohlchips oder Rohkostbrot, also eher was Deftigeres. Das wird aber immer seltener, dass ich überhaupt ein Verlangen danach hätte. Aber wenn ich das habe, dann esse ich es auch mittlerweile, momentan. Avocado ist auch so eine Frucht, die ich sehr liebe. Manche hassen sie, andere lieben sie. Wiederum andere essen sie und finden es okay, sag ich mal. Das hatte ich schon erzählt. Fünftens, was hältst du von Cheat Days oder Cheat Meals? Also da habe ich eine Meinung zu, die relativ unpopulär ist, sage ich mal so. Jetzt nicht negativ gesehen, sondern ist einfach nur allgemeine Feststellung, dass die halt nicht besonders oft erwähnt wird, diese Sichtweise oder Stellungnahme. Also wenn man dazu neigt, zu Cheat Days oder Cheat Meals, dann stimmen mit der Darmflora noch was nicht, meiner Erfahrung nach. Und das trifft auf ungefähr 95% aller Menschen zu, dass mit der Darmflora was nicht stimmt. Die meisten ernähren sich halt nicht. Ja, ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Da habe ich auch andere Videos zu gemacht. Das wird nämlich auch zu lange für dieses Video. Aber meiner Meinung nach ist es halt so, dass wir nicht zwingend, dass wir es nicht sind, die zwingend Lust auf diesen Cheat Meals haben, sondern dass es sehr wahrscheinlich in vielen Fällen halt Darmparasiten sind, die den Hunger kontrollieren. Da verlinke ich euch auch mal eine Doku zu, wo das beschrieben wird. Ist halt auch wissenschaftlich belegt, dass die Parasiten den Hunger kontrollieren können. Die haben sich halt tausende von Jahren daran angepasst, an unsere Körper. Das ist auch noch ganz interessant, dass zum Beispiel von Würmern, Darmwürmern, also Darmparasiten, dass die Weibchen zum Beispiel nachts rauskommen und aus dem After und Eier legen, die dann jucken und wir uns dann halt daran kratzen und irgendwann aber trotzdem wieder an unseren Mund damit kommen mit der Hand und dadurch der Darm wieder neu besiedelt wird mit diesen Würmern. Und das finde ich auch schon relativ intelligent von den Würmern, muss ich sagen, dass sie überhaupt wissen, dass das juckt und dass sie auch wissen, dass wir dann mit der Hand wieder an unseren Mund gehen. Also ich finde das schon sehr intelligent, muss ich sagen. Und da glaube ich oder denke ich auch, was halt auch bewiesen ist, dass sie unseren Hunger regulieren können. Und sehr, sehr viele Menschen haben wirklich Darmparasiten. Und deswegen ist meine Meinung zu Cheat Days, Cheat Meals, wie gesagt, ist halt eine nicht so häufig genannte Meinung, dass da mit der Darmflora oft was nicht stimmt und dass wir von Natur aus gar kein Bedürfnis haben, etwas, was als Cheat Meal bezeichnet wird, zu essen. Ich finde es aber okay, sich psychisch halt was zu gönnen. Ganz klar. Habe ich die letzten Wochen jetzt auch gemacht. Nur gibt es eigentlich immer gesunde und dennoch sehr leckere, einfache, günstige Alternativen, die man nur kennen muss und man halt seine Gewohnheiten mal überwinden muss. Aber da gibt es eigentlich immer gesunde Alternativen. Das ist so eine zweite Meinung dazu noch. Also ich persönlich verspüre immer weniger Bedürfnis, was anderes zu essen als frische, saftige Früchte und allgemein frisches Obst und Gemüse. Möglichst einfach, also mono. Und wenn ja, dann ist es bei mir eine Rückvergiftung, also dass ich halt entgifte und die Gifte dann neu in den Blutkreislauf eingeführt werden, was dann ein Hungergefühl auslöst. Und da muss dann halt jeder selber individuell abwägen, ob, was und wie viel er in dem Moment dann isst, um diese Entgiftung möglicherweise abzumildern, wenn die einem zu stark vorkommt. Ja, ansonsten. Ja, das sind so meine Meinungen zu Cheat Days. Sechstens, wie sieht deine Fitnessroutine aus? Gar nicht. Also ich mag keine Routinen. Ich halte auch nicht so viel von Routinen, aber kann ich gar nicht allgemein sagen. Also jemand, der halt gut mit klarkommt und der es auch mag und Spaß dran hat, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann sind Routinen natürlich super, weil man sich halt auch an irgendwas halten kann, sozusagen, und halt ja so ein Ritual hat, was einem dabei hilft. Aber ich persönlich mag keine Routinen.
Ich laufe dann, wenn ich laufen will, deswegen war ich jetzt auch wochenlang nicht laufen. Dann laufe ich aber wahrscheinlich wieder wochenlang extrem krass, extrem, dass ich extrem reinhaue und mich dann stark verbessere. Oder halt auch mehrere Monate. Das war bisher eigentlich immer so. Also es war eigentlich nie so, dass ich jetzt wochenlang nicht laufe oder so, aber dass ich dazwischendurch mal ein, zwei Wochen weniger mache oder auch mal gar nichts mache im Laufsport. Das mache ich dann wirklich so, wie ich will. Und das Gute ist aber, dass es mir sehr Spaß macht, mich zu pushen. Also ich will mich pushen, wenn ich halt trainiere. Aber ich mache halt gerne auch so Sprünge allgemein, dass ich halt mal komplett in diese eine Erfahrung reingehe, dass ich halt nichts mache, aber dann auch komplett wieder in die Erfahrung reingehe, dass ich viel mache. Ja, alles andere finde ich persönlich halt so ein bisschen langweilig, deswegen sind Routinen nicht sowas für mich. Also ich verändere mich immer stark und das auch die ganze Zeit. Und jetzt ist halt so eine Phase, wo ich mir mal eine Pause gönne sozusagen. Aber ich schweife zu sehr, glaube ich, von der Frage ab. Beim Krafttraining ist das auch so, dass ich halt Krafttraining mache, wenn ich es will. Nur wenn ich aus irgendeinem bestimmten Grund dann halt ein festes Ziel habe, dass ich zum Beispiel die und die Zeit erreichen will beim Laufen oder das und das Gewicht bewegen will, dann bin ich auch sehr konsequent dabei und trainiere so viel, wie es mir halt möglich ist, um das zu erreichen. Und trainiere dann auch gerne weiter, also setze mir dann neue Ziele, um das dann wiederum zu erreichen. Aber das macht mir dann auch Spaß, das mache ich dann aus einer positiven Motivation heraus und nicht, weil ich das irgendwie machen müsste oder mir aufzwinge oder anderen was beweisen müsste, sondern mir macht das dann einfach Spaß in dem Moment. Und ich lasse mir da auch von niemandem irgendwas reinreden oder sagen, wenn du das und das machen würdest, das wäre besser oder so, weil jeder von uns hat eigentlich ja, weiß eigentlich am besten, wie der eigene Körper funktioniert, besonders wenn man da schon Erfahrungen gesammelt hat. Und da weiß eigentlich jeder selber, also meiner Meinung nach zumindest, wie es am besten für ihn oder sie funktioniert. Also ich habe es früher halt schon so gemacht, dass ich mich gezwungen habe zu trainieren und auch sehr hart zu trainieren, aber im Endeffekt habe ich dann halt da gemerkt, dass mir das nichts bringt, weil ich dann einfach immer unzufrieden bleibe. Wenn ich dann halt was erreicht habe, habe ich mir halt gesagt, ja, reicht halt nicht. Und das halt, wenn ich was erreicht habe, heißt das für mich, ja, du kannst ja noch mehr machen. Und dann war ich halt immer unzufrieden, habe dann gemerkt, dass mir das überhaupt nichts gebracht hat. Ich bin dann zwar vielleicht sehr schnell und werde dadurch auch sehr stark, aber letzten Endes bin ich dann unzufrieden. Das bringt einem dann auch überhaupt nichts. Deswegen mache ich die Dinge halt nur noch aus Freude. Das ist halt für mich so eine Prämisse, sag ich mal. Und im Endeffekt macht es nicht nur mehr Spaß, sondern ich kann mich auch weiter pushen. Also das funktioniert alles viel einfacher, viel fließender. Besonders im Laufsport, habe ich so gemerkt. Deswegen finde ich das allgemein sinnvoller. Und deswegen zwinge ich mir selber auch keine Routinen auf. Also wer halt Routinen gut findet und braucht, in Anführungszeichen, da finde ich es natürlich gut. Oder ist nichts gegen zu sagen, aber ich persönlich mag es halt nicht so. Ja, siebtens, deine liebste Fitnessübung, das sind, wenn ich spontan entscheiden müsste, Kniebeuge. Wenn ich sehr viel drüber nachdenke oder drüber meditiere, sag ich mal so, kommt vielleicht was anderes raus, aber Kniebeuge finde ich simpel, effektiv, fast Ganzkörperübung. Und das können auch die allermeisten. Und direkt danach würde ich Laufen sagen. Ist noch effektiver, deutlich effektiver, können aber einige nicht so unbedingt. Obwohl die meisten es lernen könnten, die halt nicht, gar keine Probleme haben mit starkem Übergewicht oder Gelenkprobleme oder. Aber selbst dann kann man, man sieht auch Übergewicht, es gibt einen Sumo-Läufer, der zum Beispiel Marathon gelaufen ist, natürlich sehr langsam, aber es geht immer alles im Prinzip. Aber es gibt halt Dinge, die in manchen Situationen sinnvoller zu empfehlen sind, wie zum Beispiel Radfahren, anstatt von Laufen oder so. Aber Laufen oder Ausdauersport allgemein finde ich schon eine sehr effektive, einfache, simple Übung. Aber man sollte das machen, was einem Spaß macht, dann bleibt man auch langfristig dabei, hat auch allgemein mehr Freude im Leben und was alles andere so eigentlich Quark, finde ich. Mir persönlich macht Laufen sehr Spaß. Hat es am Anfang überhaupt nicht gemacht und ich war auch immer so der
schlechteste und unausdauernde und relativ dicklicher Junge, sage ich mal, der beim Laufen immer Vorletzter war und auch sonst bei den Sportarten immer als Erster den Atem verloren hat. Wenn das Video nicht zu lang werden würde, würde ich auch noch mehr zu erzählen, dass ich halt schon so eine Störung daraus entwickelt habe. Vielleicht reiße ich es kurz an, also deswegen habe ich halt mich zwanghaft dazu gezwungen, auch Sport zu machen, weil ich halt auch ein niedriges Selbstwertgefühl hatte, dadurch, dass ich immer so der Schlechteste im Sport war und so weiter. Und mich selber aber eigentlich immer als sehr sportinteressiert wahrgenommen habe, aber ich war halt auch einfach dicklich und so weiter, habe auch ein, zwei genetische Defekte, dass zum Beispiel meine Blutgerinnung 10-mal schneller ist als bei normalen Leuten. Das Blut ist auch so schon dickflüssiger, dadurch, dass das schon innerhalb der Adern gerinnt, was natürlich sehr schlecht ist für einen Ausdauersport. Aber ich habe es halt trotzdem geschafft, da sehr gut zu werden. Und da kann man auch noch gespannt sein. Ja, achtens, wie entspannst du dich nach einem stressigen Tag? Also ich habe keine stressigen Tage. Damit fange ich erst gar nicht an. Ja, das habe ich mir auch so selber gesagt. Es gibt eigentlich keine Notwendigkeit, sich wegen irgendwas Stress zu machen, meines Erkenntnisstandes nach. Also ich vertraue eigentlich immer darauf, dass wir keinen Stress nötig haben. Und für mich ist eigentlich alles okay, wie es ist. Und selbst wenn eine Situation normalerweise Stress verursachen würde, gehe ich sie dann cool an, weil ich dadurch letztendlich weiterkomme und mich nicht zerstöre. Das ist gerade schlecht, wenn ich von den Notizen das so ablese, weil ich die schon vor etlichen Stunden geschrieben habe. Also ich gehe Situationen, die normalerweise stressig sein würden, dann trotzdem cool an, weil ich damit im Endeffekt weiterkomme, als wenn ich mich stresse. Dadurch entziehe ich mir eigentlich nur Energie. Und wenn ich die Sachen dann trotzdem positiv angehe und cool angehe, dann gibt mir das sogar Energie, habe ich gemerkt. Und das finde ich deswegen sinnvoller. Deswegen gibt es für mich keine Situation, wo negativer Stress sinnvoll ist. Also positiver Stress ist zum Beispiel, wenn ich mich selber pushe, aber aus Freude heraus, aus einem positiven Gefühl heraus und weil ich das machen will, oder weil ich es für nötig empfinde. Und das ist dann halt kein Stress, der einen kaputt macht oder so, sondern der einen im Endeffekt so noch weiterbringt. Die Frage war ja, wie man sich da entspannt. Also ich entspanne mich natürlich auch unabhängig davon, dass ich keine stressigen Tage habe. Aber es gibt halt trotzdem Situationen, die einen. Also man muss auf jeden Fall so oder so entspannen, sage ich mal. Und das tue ich eigentlich jeden Tag mit Meditation, während ich einfach im Bett liege. Und bei der Meditation, das habe ich eigentlich schon immer gemacht, ist mir aufgefallen, nur wusste ich nicht, dass man das Meditation nennt. Und ich glaube, dass das auch einige Menschen so machen, ohne das zu wissen. Ich mache es jetzt aber bewusster, da ich weiß, dass es eine Meditation ist. Also ich liege dann einfach im Bett und lasse dann die Gedanken alle gehen und schleifen, denk über gewisse Dinge nach, aber lasse die so automatisch kommen und auch wieder gehen. Und löse mich von gewissen Dingen und versuche, mich selber reinzuhorchen und mein wahres Selbst, mein Innerstes wahrzunehmen und in meinen Körper sozusagen eindringen zu lassen wieder. Das wäre jetzt wieder ein super Video für YouTube Kacke, um das zu verarschen mit dem Eindringen lassen. Aber naja, dass ich halt wieder zu mir selber zurückkomme sozusagen. Das ist für mich auch so der Sinn von Meditation. Das mache ich jeden Tag, weil ich jeden Tag von mir entfernt werde, allein durch, ja, dadurch, dass ich mich der äußeren Welt sozusagen in Anführungszeichen aussetze. Da versuche ich dann halt immer wieder zurückzukommen zu mir selbst. Das entspannt mich auf jeden Fall. Sport ist aber auch eine Entspannung für mich. Besonders, also je härter der Sport ist, desto höher ist für mich der Meditationseffekt, weil ich dann in einem höheren Fluss reinkomme, wo ich es fließen lassen muss, weil ich sonst die Leistung gar nicht erbringen könnte. Und deswegen ist Sport eigentlich auch nur eine Form der Meditation für mich, halt eine ganzheitliche.
ganzheitliche Meditation, weil es mich gleichzeitig erdet oder weil es allgemein gleichzeitig erdet, weil man halt was Physisches macht und das bringt dann auch in die Physis sozusagen zurück. Das finde ich deswegen sehr gut als Entspannungsmöglichkeit oder Meditationsmöglichkeit. Versuche bei der Meditation dann halt wirklich auch alle Reize abzustellen, um halt wirklich nur mich selber wahrzunehmen. Manchmal gibt es dann aber trotzdem chillige Musik. Tiefenentspannung mache ich allerdings selten, also zu selten, sage ich mal. Da habe ich momentan noch nicht so die Geduld für, muss ich sagen. Ansonsten finde ich Sauna noch ziemlich gut oder heiße Bäder oder Wechselduschen. Also Wechselduschen ist ein heißer Tipp von mir. Okay, der war nicht witzig. Auf jeden Fall wirkt das auch besonders entspannt, habe ich gemerkt. Und ist halt auch wirklich sehr gesund, dieses Wechselduschen. Neunte Frage, was ist dein Wohlfühlgeheimnis? Mein Wohlfühlgeheimnis, da habe ich sogar eins, das ist Vertrauen. Vertrauen, dass man schon heil durch alles kommen wird und dass man einfach Dinge tut, aus Intuition heraus, aus Vertrauen heraus, aus Liebe heraus, anstatt sehr viel logisch drüber nachzudenken, obwohl die Logis oder Logos, wie nennt man es, obwohl die Logik, sag ich jetzt mal, auch ziemlich wichtig ist, um halt klar zu kommen. Aber um sich wohlzufühlen, finde ich Vertrauen halt ganz wichtig. Vertrauen auf die eigene Intuition, auf einen selber einfach, dass es schon irgendwie funktionieren wird. In vielen Fällen sollte man natürlich trotzdem die Logik zusätzlich einschalten, sage ich mal. Und wenn eine Situation doch negativ erscheint, dann mache ich mir keinen Stress, wie ich oben auch schon beschrieben hatte oder vorher beschrieben hatte. Ich akzeptiere erstmal alle Situationen so, wie sie sind und bleib dabei einfach froh. Und weitere Schritte nehme ich dann kühl und vorausschauend vor, also planend. Das nochmal klarer zu machen, also wenn eine Situation doch negativ erscheint irgendwie, obwohl es von mir in den meisten Fällen nicht mehr vorkommt, dann nehme ich die Situation einfach an und einfach an, wie sie ist, weil alles andere bringt eigentlich nur noch mehr Negatives und das finde ich dann unlogisch, sage ich mal, beziehungsweise nicht zu zutragend. Und dann überlege ich mir einfach ganz kühl und logisch weitere Schritte, die ich dann machen kann, die am effizientesten oder am besten sind, weil mehr kann man einfach nicht machen. Und ich sehe keinen Sinn darin und auch keinerlei Grund, warum es irgendeine Situation gibt, wo man sich nicht wohlfühlen sollte. Jeder hat das verdient und ja, also für mich ist das zumindest wichtig, sich wohlzufühlen und ich lasse mich davon nichts irgendwie negativ beeinflussen, sage ich mal. Halte ich nicht für nötig. Zehntens. Welche Ziele verfolgst du? Das kann ich gar nicht so klar definiert ausdrücken. Das ändert sich wirklich ständig. Und einerseits könnte ich auch sagen, ich habe gar keine Ziele, weil ich eigentlich glücklich bin, wie alles ist. Gleichzeitig könnte ich dann ja auch sagen, könnte ich mich beerdigen lassen, wenn ich keine Ziele mehr habe. Deswegen habe ich natürlich schon welche. Aber es sind halt wirklich keine, die ich unbedingt machen muss oder die unveränderlich und feststehend sind. Aber ich kann halt mal ein paar Sachen einfach dazu erzählen, die mir momentan halt schon wichtig sind, sage ich mal so. Und das ist einerseits die sogenannte Supergesundheit oder eigentlich der ja die Urgesundheit des Menschen zu erreichen. Ich weiß, wie man sie erreicht, ich muss den Weg aber noch gehen, das dauert noch Jahre. Das ist der Reinigungsweg, der von Arnold Ehret zum Beispiel beschrieben wurde. Da habe ich auch einige Videos zu gemacht. Dann die Erleuchtung beizubehalten. Erleuchtung müsste ich eigentlich auch mal ein Video zu machen. Erleuchtung ist für mich eigentlich nur, dass man, ja, wie ich auch vorhin schon beschrieben habe, dass man alle Situationen halt annimmt und trotzdem in sich ruhend bleibt, glücklich bleibt und dass man sich selber nicht missbilligt, dass man sich selber liebt, egal was passiert und egal was ist. Und sich keinerlei Vorwürfe macht und sich auch von niemand anders Vorwürfe machen lässt und halt so ein Selbstvertrauen hat, dass man alles, was man halt macht, dass man halt weiß, dass man gut ist, dass man gut genug ist, sage ich mal so,
und die Meinung anderer einen überhaupt nicht mehr kratzen und so weiter. Das ist für mich Erleuchtung. Die möchte ich gerne beibehalten, weil es halt schon nicht so ist, dass man die so einmal erlangt und dann hat man die für immer, sondern es ist halt wirklich wie bei allen Sachen so, dass wenn man erstmal etwas erlangt, dass man auch halt mal zurückfällt und oder 2 Schritte zurückgeht, dann wieder einen vor. Nee, umgekehrt, 1 Schritt zurück und dann 2 vor, sonst wäre es ja rückläufig. Ja, das ist halt so ein Ziel, dass ich darauf auch, dass ich daran arbeite und auch meditiere, das beizubehalten. Allgemein liebevoller werden ist ein Ziel, weil ich halt gemerkt habe, dass das viel schöner ist insgesamt. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Ziel. Gedankenlehrer möchte ich werden, weil das sehr befreiend und entspannend ist. Da ist es nicht so, dass, ja, wie soll ich das erklären? Dass man einfach so mehr so wird wie ein Kind, dass man halt nicht die ganze Zeit so ein, zum Beispiel so einen inneren Kritiker im Kopf hat, der einen irgendwie eine Fassade auferlegt und einen steuert und so weiter, sondern dass man einfach nur ist, wie man ist, sage ich mal, dass man nicht einfach lange rumdenkt, sondern einfach macht, einfach tut. Das finde ich ja ziemlich erstrebenswert, muss ich sagen. Dass man halt einfach ist, in dem Moment ist, in dem jetzigen Moment. Das sind jetzt ja alles so relativ nicht sehr physische Ziele, sage ich mal, sondern eher so geistige und mentale und spirituelle Ziele. Und für die physische Welt habe ich auch Ziele. Also was ich halt materialisieren oder realisieren möchte in dieser Welt, ist eine geldfreie, selbstversorgende Gemeinschaft, also einer solchen Gemeinschaft beizuleben oder ja beizutreten, sage ich mal, weil ich einfach im Einklang mit der Natur und mit meiner Umgebung leben will, also in erster Linie, ja, also deswegen mit der Natur oder dadurch, durch diese Selbstversorgung, zum Beispiel eine Permakultur oder auch ganz normal angebaute pflanzliche Lebensmittel, wo man halt nichts verschwendet, keine Pestizide einsetzt und so weiter. Und in Bezug auf im Einklang mit den Wesen um einen herum, dass man halt in einer Gemeinschaft lebt, die auf Liebe basiert, auf Schenkung basiert, anstatt auf ja auf Geld, dass man halt nur was macht gegen Geld, anstatt dass man halt was macht aus Freude, mit dem anderen was Gutes zu tun, was dann auch wieder zurückkommt und deswegen auch funktioniert. Das ist ein Ziel in dieser Welt, sage ich mal sozusagen. Das ist auf jeden Fall sozusagen das Endziel. Oder es gibt eigentlich keine Endziele, aber das ist so eine Grundlage eigentlich erstmal. Obwohl das für die meisten schon ein zu krasses Ziel ist, ist das für mich eigentlich erst die Grundlage in dieser Welt im Einklang mit der Umgebung zu leben. Und alles Weitere kommt dann erst. Ist auch falsch ausgedrückt, das kommt natürlich auch jetzt schon alles und alle Lebensstile finde ich irgendwo auch okay und es soll auch die Kreativität bewahrt werden und die Individualität, dass halt nicht jeder so leben muss und so weiter. Aber dieses mehr im Einklang mit der Natur leben, das kann man ja halt auch unterschiedlich realisieren. Das können halt Gemeinschaften sein, es können aber auch Städte sein insgesamt. Das muss dann halt stärker geplant werden. Und so weit sind wir halt noch nicht. Und diese selbstversorgenden Gemeinschaften, das sind dann halt eher so Pioniere und Vorreiter, die halt der Gesellschaft erstmal aufzeigen, dass es möglich ist. Und von da können sich andere, die halt keinen Bock drauf haben, die halt in Städten wohnen wollen oder so weiter, die können sich davon dann vielleicht inspirieren lassen und entwickelt sich das dann halt auch irgendwann weiter, so dass die Städte dann irgendwann auch so organisiert sind, dass es auf ja, weniger auf Geld basiert und mehr so umgebende Bauern für. Ja, ist dann im Prinzip keine Selbstversorgung mehr, weil das haben wir ja jetzt schon, dass die Bauern die anderen Menschen versorgen, aber dass das halt nicht so ein krasses Wirtschaftssystem ist, so ein Wirtschaftsmonster wie heute. Fitnessziele habe ich auch in dieser Welt, die mich bei dem Ganzen unterstützen sollen, also auf meinem Weg sozusagen. Also ich merke es deutlich, dass halt Sport mich stark unterstützt, in dieser Welt was umzusetzen, weil wir sind halt hier physisch und da ist es wichtig, meiner Meinung nach, seinen Körper und seine Psyche auch da, also darauf zu achten und wertzuschätzen
Das geht halt mit Ernährung und Fitness zum Beispiel. Ja, und das hilft mir dann enorm, dann auch in dieser Physis Dinge umzusetzen, wenn ich halt darauf achte, dass mein physischer Körper und auch meine Psyche, die halt auch unabhängig von der Seele ist, dass die halt, dass ich mich darum halt stark kümmere. Und je fitter ich bin, und ja, desto mehr Energie habe ich auch und desto mehr kann ich tun und desto besser fühle ich mich, desto mehr kann ich auch an mir selber arbeiten. Deswegen habe ich da auch einige Ziele. Ja, das verfolge ich so. Und jetzt habe ich ziemlich lang geredet, eine halbe Stunde. Das war der Tag. Ich tagge niemanden. Das kann jeder gerne mitmachen, auch Leute, die noch nicht auf YouTube sind. Aber ich habe jetzt keinen speziellen, den ich irgendwie taggen würde. Bis dann und rock on. Ciao.